Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, ist Erik Rösner, Prokurist bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg. Hallo, Erik. Hallo Norman, ich grüße dich. Bevor ich erzähle, wie wir beide hier zusammenpassen in der Region, ich glaube, das ist eine Einordnung wert, will ich nochmal ganz kurz einen Hinweis darauf geben, worüber wir heute reden werden. Wir werden auf der einen Seite mal über die Aufgaben und den Wirkungskreis einer Wirtschaftsförderung draufschauen und das Ganze vielleicht für Unternehmen einordnen. Ja, also auf gut Deutsch, was macht ihr eigentlich und wie sieht so eine gewisse Perspektive aus? Und was mich sehr interessiert, das war tatsächlich auch ein Input von dir. Wir werden auch darüber sprechen, wie ein regionales Quartier für Innovation entwickelt werden kann und tatsächlich ja schon wird. Also wie das konkret aussieht, was da schon seit Jahren auch an Bemühungen laufen und wo die Reise hingeht. All das hier heute mit dir im Podcast, Erik. Und ich würde sagen, stell dich doch vielleicht selbst noch mal ganz kurz vor. Wer bist du so als Privatperson und was macht genau eine Wirtschaftsförderung in der Stadt Coburg? Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Tja, dann fange ich ganz einfach mal an. Erik Rösner, mein Name, wie du schon gesagt hast. Ich bin seit 2016 in Coburg. Gelernt bin ich tatsächlich Geograf. Also ich habe Geografie studiert, Geografie und Wirtschaftswissenschaften, und bin im Rahmen dieses Studiums dann zu einer Wirtschaftsförderung gekommen und habe meine Masterarbeit im Themengebiet Standortmarketing geschrieben. Und so bin ich bei der Wirtschaftsförderung hängen geblieben. Und dann bin ich nach Coburg gekommen. Meine Themengebiete hier sind, also es ging los mit Existenzgründung, Fördermittelberatung, und das hat sich dann sukzessive immer weiterentwickelt. Das Thema Nachhaltigkeit ist mit dazugekommen und eben auch das Thema Digitalisierung am Ende. Und mittlerweile bin ich eben für den ganzen ehemaligen Güterbahnhof und Schlachthof zuständig, wo wir ja im Endeffekt eine gewisse Stadtentwicklung machen. Und nicht nur eine gewisse, sondern das kann man dabei eben auch weglassen, wo wir ein Quartier entwickeln, wo es um Innovation geht, um Wissenschaft geht, wo es um Kultur geht. Den Bogen Wirtschaftsförderung, den kann man jetzt weit spannen. Also Wirtschaftsförderung an sich hat sich entwickelt vom Kofferträger bis hin zur Managementaufgabe in den letzten Jahren. Also sicherlich so die klassischen Aufgaben einer Wirtschaftsförderung sind Bestandspflege, Akquise von Unternehmen, Investorenansprache, Standortmarketing, das ganze Fachkräftethema, Existenzgründung. Das hat sich aber weiterentwickelt. Also wir als WIFÖG in Coburg machen da wesentlich mehr. Wie gesagt, es geht dabei in die Entwicklungsrichtung. Wir machen Projektentwicklung mit dem Güterbahnhof und Schlachthofsareal. Wir machen, was für eine WIFÖG, glaube ich, nicht besonders typisch ist bundesweit, viel im Bereich Gesundheit seit ungefähr 3 Jahren, also Gesundheitswirtschaft. Das sind im Endeffekt alles Fragen der Daseinsvorsorge, dass wir die Standortqualität erhalten, die Attraktivität vom Standort erhalten, damit eben Menschen hierher kommen, Menschen hier bleiben und auch die Firmen in Coburg Fachkräfte bekommen, hier bleiben und sich hier ansiedeln. Darum geht's. Coburg ist ein sehr starker Wirtschaftsstandort. Wir sind sehr, sehr industrielastig. Wir haben einen sehr starken Designsektor. Sicherlich kennt fast jeder Coburg in der Bundesrepublik aufgrund der Versicherung, die den Stadtnamen mit im Namen trägt. Also sehr, sehr potente Unternehmen hier. Ja, und dadurch, das möchte man halt erhalten und natürlich weiterentwickeln. Und deshalb sind wir da in sehr, sehr vielen Bereichen unterwegs. Wie gesagt, schon lange nicht mehr dieser klassische Kofferträger, haben seit jeher Branchen mitentwickelt, mit initiiert, Anfang der 2000er, das war weit vor meiner Zeit, aber die Designwerkstatt, diesen Designfokus hier in Coburg gesetzt, der immer noch sehr, sehr stark ist, tatsächlich.
Und jetzt machen wir eben Ähnliches wieder mit dem Güterbahnhofs- und Schlachthof-Area. Ihr seid ja da im Endeffekt auch beheimatet in der alten Kühlhalle. Mhm. Mit der Zukunft Coburg Digital, mit der Hochschule. Wir bekommen dort jetzt einen KI-Bau von der Hightech-Agenda Bayerns und es spannt sich halt bis zur Hochkultur mit dem Globe im Süden, ja, wo das Landestheater seine Interimspielstätte hat. Also das ist jetzt ja mal ein Rundumschlag, wo jetzt ganz viel Hintergrundinfos tatsächlich, glaube ich, noch fehlen. Aber in dem Bereich sind wir halt, im Endeffekt sind wir Knotenpunkt, sind wir Netzwerker, sind wir Koordinator, sind wir Entwickler. Bei uns läuft da sehr viel zusammen. Und von daher ist auch jeder Tag irgendwo anders. Und die Aufgaben sind so von sehr banalen Geschichten bis zu sehr komplexen immer andere. Das ist ganz spannend. Da hilfst du mir zum Beispiel auch sehr, das nämlich zu verstehen. Ich komme ja aus... aus Richtung des Unternehmers, ne? Ja. Und hab ja selber viele Unternehmen aufgebaut oder einige und bin ja auch dank dem Geschäftsführer von der Wirtschaftsförderung Stadt Coburg, dem Stefan Horn, liebe Grüße an dieser Stelle, jetzt auch als Geschäftsführer eingesetzt quasi für Zukunft Coburg Digital, dem Gründerzentrum hier mit zwei Standorten, wie du gesagt hast, die alte Kühlhalle zum einen. Ein sehr schöner Bau, wie ich finde. Und auf der anderen Seite digitale Manufaktur in Rödental. Und was ich sehr interessant finde, die Idee, dass wir ja mit der Innovationsvilla oder Innovilla, wie sie heißt, auf dem Gelände, dann mit dem KI-Gebäude, was jetzt gerade am Entstehen ist und ich glaube im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres wahrscheinlich. Ja, zweite Quartal ist ja das Ziel. Ich hoffe, das wird gehalten, ja. Ja. Aber es sieht ganz gut aus. Also momentan sind sie gut im Plan. Ja, absolut. Ich gucke da auch immer. Und ich glaube, alles in allem wird das ein richtig cooles Areal werden. Was mich mal interessieren würde, ist, die Wirtschaftsförderung, das ist ja nochmal ganz klar adressiert auch an die Unternehmen in der Region, aber auch darüber hinaus Unternehmen vielleicht zu interessieren für die Region. Wie hat sich das so über die letzten Jahre entwickelt, wenn du das mal so Revue passieren lässt? Was hat sich vielleicht gravierend verändert? Wie hat sich auch der Wirtschaftsstadt und Coburg verändert? Und da so mal deine Insights zu kriegen. Ja, wenn es um klassische Unternehmensakquise geht, für den Standort, dann ist das immer schon sehr individuell auf die jeweilige Stadt oder auf den jeweiligen Landkreis geprägt. Wir sind da, also es gibt dann da so ganz klassische Kanäle tatsächlich, Investorenansprache, dass man auf Messen geht, Standort-Marketing-Material dabei hat. Und das ist am Ende der Flaschenhals, ist immer die Fläche. Weil wenn ich Unternehmen ansiedeln möchte, brauche ich eine Infrastruktur dafür, eine Gewerbefläche. Und da sind wir sicherlich in Coburg aufgrund der dann doch relativ beengten Situation in einer kreisfreien Stadt jetzt gar nicht mehr so üppig ausgestattet. Ja? Und von daher schaut man halt, was man auf Messen mit seinen Kontakten, die man ganz einfach bei uns im Team, diejenigen, die dafür da sind, die sind seit über 20 Jahren da, da braucht man nichts mehr erzählen, die wissen, wo man anrufen kann. Wenn es um Entwickler geht, Projektanten geht, wo man da halt was machen kann. Und das sind so die klassischen Vertriebskanäle, aber halt auch die Zwänge, die man dann hat. Also wir können da jetzt nicht mit Gewerbeflächen wuchern, wie das so großflächige Landkreise oder so machen können. Oder auch in den neuen Bundesländern, da gibt es Gewerbegebiete, die sind halt, da sind 10 Hektar, sind da gar nichts. Ja, und jetzt mal 10 Hektar, der Güterbahnhof hat nicht mal 10 Hektar, also der hat 6 reine Entwicklungsfläche, dass man das mal so einordnen kann. Und was wir da alles reinpacken. Ja, und für Unternehmen, wir sind natürlich, am Ende sind wir ein Lotse und wir müssen immer ein offenes Ohr haben, wir müssen Trends erkennen, wir müssen darauf reagieren, wir müssen versuchen, vielleicht auch für Trends sensibel zu machen. Ja, das ganze Thema Digitalisierung, KI, wo sich jetzt im Endeffekt auch bei dir die ganze Zeit drum dreht. Man muss es konsumierbar machen. Vielen muss man nicht mehr erzählen, dass es wichtig ist und wahrscheinlich schon teilweise etwas, nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Aber andere haben die Zeichen der Zeit noch gar nicht erkannt und das ist auch eine Aufgabe von uns natürlich. Und natürlich die ganz normalen Pains und das kann man gar nicht pauschal sagen, welche da bei den Unternehmen da sind. Ja, das ist immer völlig unterschiedlich und dann versuchen wir das halt bestmöglich durch unsere Kontakte in Verwaltung und Politik dann sozusagen gangbar zu machen, dass alle damit leben können. Wie nimmst du die Aufgeschlossenheit zum Thema KI und Digitalisierung wahr?
Ist es eine Geschichte, die jetzt durch KI angetrieben noch intensiver wird als in den vergangenen Jahren? Oder ist es eher so ein, ich gehe erstmal auf ein paar Veranstaltungen, ich besuche ein paar Seminare und versuche mich mal so einzugrooven in das ganze Thema? Also, oder gibt es da eine stärkere Nachfrage bei euch? Ja, wir haben sicherlich nicht den Fokus darauf. Man muss auch sehen, da sind wir wieder Lotse. Ich bin kein KI-Experte. Ja. Ich denke, ich kann ganz gut verstehen, was damit möglich ist und wo man es anwenden kann. Aber um auf die Frage zu antworten, ich tue mir schwer mit einer Antwort tatsächlich. Also ich glaube, das Bewusstsein ist da, dass es eine riesengroße neue Möglichkeit ist, riesengroße Chancen bietet, aber auch Risiken beherbergt. Wie aber auch schon beim Thema Digitalisierung, man muss ja vielleicht dazu sagen für die Hörer, ich habe ja in der Vergangenheit, ich bin ja dann Vorgänger, ich war ja sozusagen, das macht die WIFÖG halt auch bei der Zukunft Coburg Digital. Wir haben das halt als Wirtschaftsförderung mit angestoßen, dieses ganze Projekt. Und da habe ich mich ja viel mit dem Thema Digitalisierung in Unternehmen beschäftigt. Die wissen schon, dass es wichtig ist, aber erstmal wirklich in die Pötte zu kommen, muss man salopp zu sagen, das ist noch eine Herausforderung. Bei den Größten eher nicht, die können es auch selber und haben da sicherlich auch Manpower und Geldmöglichkeiten, also Budget für das abzuarbeiten oder zu bearbeiten, dazu screenen, ist mein Eindruck, aber die Kleineren tun sich schwer. Das war bei dem Thema bei dem Oberthema Digitalisierung schon so, mit all seinen Facetten und das wird, glaube ich, bei KI jetzt nicht anders sein. Und wir reden immer über ChatGPT und ein paar andere Tools, das ist es ja aber nicht, das ist die Oberfläche. Und ja, ich glaube, ein Mittelständler fühlt sich manchmal schon, der denkt, er ist jetzt in die Tiefen der KI vorgedrungen, wenn er sich bei OpenAI angemeldet hat, um mal mit dem ChatGPT ein bisschen zu kommunizieren. Jetzt ein bisschen flapsig dahergesagt, aber man muss, glaube ich, Arbeit leisten, dass die verstehen, wo was geht. Das ist die Grundlage, die man aktuell immer noch nicht vernachlässigen darf. Ich glaube auch, diese Hilfestellung tatsächlich, und das ist das, was ich ja auf meiner Roadshow hier durch Stadt und Landkreis wahrnehme, dass die Unternehmen schon interessiert sind. Ja, also wir richten ja gerade das Gründerzentrum voll auf dieses Thema KI und das inkludiert quasi Digitalisierung. Ja, richten wir dahingehend ja gerade voll aus. Und was ich mitkriege, ist, niemand sagt, brauche ich nicht, will ich nicht. Also es gibt keine Abwertung oder Ablehnung, sondern sehr interessiert. Aber was vielen sehr schwer fällt, ist diesen Use Case für das eigene Unternehmen zu finden. Absolut, ja. Also das zu definieren oder auch zu benennen, sei er noch so klein. Also welchen Prozess im Unternehmen kann ich optimieren? Ja, wo könnte ich KI einsetzen? Ohne was darüber wissen zu müssen. Ich muss ja nicht wissen, was KI kann, um zu wissen, das ist mein Engpass im Unternehmen. Ja? Beziehungsweise ein möglicher Prozess, der damit vielleicht optimiert werden können. Aber das fällt den meisten tatsächlich am schwersten. Ja, da bin ich dabei. Also das ist im Endeffekt das, was ich auch sagen wollte, wirklich zu sagen, wo können wir ansetzen? Ja. Wo kann es mir helfen? Und da fehlt es, glaube ich, oft noch. Ja. Und da muss man, glaube ich, dran arbeiten, weil das ist ja die Grundlage. Wenn sie dann irgendwann den Mehrwert erkennen, was dahinter stehen kann, dann werden sie auch Zeit rein investieren, Zeit und Geld, wie auch immer. Das sind ja auch die Wege, die ihr als Wirtschaftsförderung ermöglicht. Ne? Also durch eure Arbeit letztendlich können wir mit dem Gründerzentrum im Grunde diese Türen, die ihr aufmacht oder auch diese Community, die dadurch ja entsteht, auch in der Region und darüber hinaus auch nutzen, um genau diese Themen zu transportieren. Jetzt zum Beispiel über diesen Podcast hier oder über die neue Coventure AI Plattform, die wir initiiert haben. Wirtschaftsförderung nochmal, um da nochmal ein bisschen präziser reinzugehen. Wann wende ich mich denn für ein Unternehmen, jetzt aus deren Perspektive gesehen, an eine Wirtschaftsförderung? Speziell, um das mal vom Aufgabenspektrum her in einer Stadt einzuordnen. Wenn ich investieren möchte beispielsweise, das heißt, ich möchte mich räumlich verändern, auf eine neue Fläche gehen, mich erweitern. Allgemein, wenn ich mich für im Rahmen einer Investition oder auch von Problemen, das haben wir glücklicherweise, da war Corona natürlich ein harter Schnitt und da ist auch jetzt die Situation mit abgebrochenen Lieferketten, mehr Krisen als Frieden auf der Welt sozusagen, auch immer noch dramatisch, Energiepreise etc. brauche ich dir jetzt nicht erzählen.
natürlich auch, wenn man im Problem ist, ja, dann wendet man sich an uns, dann können wir da unsere Netzwerke spielen und unsere Kenntnisse einbringen. Wenn man eine Förderung haben möchte, dann wendet man sich an uns, dann können wir, dann begleiten wir das ganz einfach mit. Und wie gesagt, wir haben ein so breites Themenspektrum, dass wir auch proaktiv viel machen. Also wir sind ja dann auch im Bereich Innenstadt, das habe ich da bei meinem Intro noch gar nicht mit gesagt, sind wir auch mit unterwegs mit einem Kollegen, wo es darum geht, Innenstadt zu beleben. Wie gesagt, dieses ganze Gesundheitsthema. Wir machen halt auch sehr, sehr viel proaktiv. Wenn ich ein Existenzgründer bin, dann komme ich entweder zu euch, zur Zukunft Coburg Digital, wenn ich also digitalaffin bin, andere Existenzgründer, ich sage jetzt mal die ja aus den reguläreren Sparten, die gehen zur IHK, zu uns oder zu den Kollegen im Landkreis, also auch klassische Gründungsberatung. Wenn ich als Händler Flächen in der Innenstadt suche, dann komme ich zu uns. Ja, und ganz einfach, manchmal sind es Aufgabenstellungen, die kann ich jetzt gar nicht als Beispiel irgendwie mir konstruieren, weil man sich manchmal gar nicht ausmalen kann. Verkehrserschließungsthematiken oder sowas, und das muss dann politisch oder mit der Verwaltung gelöst werden. Einfach, wo es um Belange von Unternehmen geht, wo die vielleicht auch irgendwann an ihre Grenzen stoßen und Hilfe brauchen, damit es einfach schnell geht und damit es überhaupt geht. Und das ist für mich ehrlich gesagt super beeindruckend, das mal so kennenlernen zu dürfen, weil das war mir am Anfang nicht klar, was du auch mit deinem Team da orchestrieren musst. Ja, also man muss ja da und bei den unterschiedlichsten Projektteilnehmern der Stadt, dem Landkreis, dem Gründerzentrum, den Unternehmen vermitteln, Informationen von A nach B transportieren, in irgendwelchen Gremien Dinge auch plausibel machen, Dinge vorstellen, präsentieren und so weiter. Es ist ja unglaublich, dass es gar nicht so, wie ich das bisher kannte, so zielgerichtet war. Ja, du hast irgendwie ein cooles Produkt, gehst damit an den Markt, kaufst du nicht, ja, sondern dass das ein Orchestrieren ist. Ja? Also du musst einfach schauen, dass verschiedene Player in diesem Game mitspielen und dass das vor allen Dingen auch zeitlich zu einem bestimmten Ergebnis führt dann, ja. Und natürlich dann auch die Erfolge nachweisen, weil das bleibt ja nicht aus. Ja, es ist halt enorm spannend und sehr, sehr vielschichtig. Ja, also man muss halt immer sehen, jedes Problem ist halt anders oder jede Aufgabe ist anders aufgebaut. Manchmal ist es einfach zu lösen. Manchmal braucht man enorm viele Partner, die damit, Stakeholder, die damit reinspielen. Es ist ja auch immer auch eine Frage, wenn es um Erweiterungen geht, um Flächen geht, wo sich ein Unternehmen sozusagen ausbreiten möchte, dann geht es vielleicht auch mal um Grunderwerb. Das sind immer politische Geschichten. Das ist auch, das muss immer so auch mit eingebunden werden. Das ist nicht immer angenehm, aber da muss man dann auch durch. Ja. Gab es mal so einen Fuck-up-Moment, wo du einfach sagst, das hätte es jetzt echt nicht gebraucht? Oder das sind so ein Moment, wo man sagt ja dann rückwirkend immer so, ey, super Learning, weißt du? Ja, also, wo du dir sagst, oh nee, kein gutes Projekt. Da gab es schon den ein oder anderen Moment, aber vor allem tatsächlich, ich bin ja völlig unbefangen aus dem Studium reingekommen, als Projektmitarbeiter, und dann ging es sukzessive nach oben. Das finde ich auch spannend, dass man sich so gut entwickeln konnte oder kann bei einer WIFÖG oder bei der WIFÖG hier. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Mit der Politik hast du halt die Berührungspunkte vorher. Also ich jetzt für mich völlig frei davon. Ja, und wenn man dann Ideen, die man selber als super gut, super spannend, auch die Ergebnisse als super gut empfindet, dann vor einer Politik vorstellt und die dann da schon sehr, sehr kritische Stimmen haben, dann bist du vielleicht so Ende 20 dann schon mal überfordert. Aber das passiert mir dann jetzt auch nicht mehr. Das sind schon so Momente, wo aber das lernt man einfach nur, wenn man es tut. Das ist dann schon nochmal ein härteres Gremium, ne? Also das hast du eigentlich in der freien Wirtschaft, wenn ich das mal vergleiche, nicht unbedingt. Es kann natürlich sein, dass du irgendwie dem Kunden ein Konzept vorstellst und der haut es dir um die Ohren und so, mein Gott. Aber es sind halt nie so viele Menschen, vor denen du redest. Ja, und da sind auch ganz viele Befindlichkeiten in Gremien immer gemischt. Ja. Interessen ist es. Absolut. Natürlich, die gewählten Vertreter stehen für gewisse Punkte, für auch in der Kommunalpolitik, für gewisse Interessensgruppen, für Stadtteile oder und da gibt es ganz andere Befindlichkeiten tatsächlich. Und
Das muss man. Wie holst du die ab? Was ist dein Geheimnis? Wie holst du die Leute für ein neues Projekt zum Beispiel mit an Bord? Reden. Es hilft nichts anderes als ganz offen und vor allem offen. Offen und ehrlich reden, was steckt dahinter, was kriege ich am Ende raus, was kann vielleicht schief gehen oder was ist vielleicht auch ein Punkt dabei, der nicht so cool ist. Ich glaube, wenn man da ganz offen ist und auch aus seiner Einschätzung und seinen Gefühlen vielleicht keinen Hehl macht, also ich will jetzt nicht zu gefühlsduselig, aber man muss auch sagen, wie man dabei irgendwie die Sache selber einordnet, was man für ein Bauchgefühl hat. Und dann, finde ich, begibt man sich auf eine gewisse Augenhöhe und dann funktioniert das auch. Weil die sind ja alles ganz ungewöhnliche Menschen. Ja? Das muss man ja auch sagen. Und sehr offen. Also das war auch das, was ich so erfahren habe, egal wen ich kontaktiert habe, um Informationen zu bekommen, um Gespräche zu führen. Also das, also ich kann Coburg echt nur von Herzen empfehlen, ja. Also wurde da sehr herzlich aufgenommen und egal, zu welchen Informationen ich gerade Zugang brauche, es ist mir bisher nicht verwehrt worden. Also das schätze ich auch sehr, muss ich sagen. Ja. Einschließlich dir. Also du bist ja auch ein großer Unterstützer des Gründerzentrums. Also wenn ich da Fragen habe oder wir aus dem Team da vor neuen Herausforderungen stellen, einfach weil wir jetzt die neue Ausrichtung auf künstliche Intelligenz und Digitalisierung machen, dann brauchen wir ja genau solche Insider und erfahrenen Leute wie dich einfach auch im Team. Und du bist da auch immer Gewehr bei Fuß und man trinkt bei einem Feierabendbier dann mal. Oder bespricht mal das ein oder andere Thema. Ja. Also nee, aber das liegt mir auch am Herzen. Für mich ist es halt ein Herzensprojekt. Ich habe ja damit von Anfang an mit zu tun gehabt, aber auch generell, da braucht man nicht drum herum reden, wenn eine Stadt dieser Größe von 40.000 Einwohnern sich ein Gründerzentrum oder die ganze Region, der Landkreis ist ja natürlich auch mit dabei, sich ein Gründerzentrum leistet, dann ist es schon was. Ja, dann ist das für den Standort ein riesen Benefit, ein riesen Ding. Und ich persönlich, ich brenne dafür, weil damit kriegt man junge Leute, damit kriegt man junge Unternehmer und für die Unternehmen ist ja dabei auch so noch was mit dabei. Und zwar was richtig Gutes. Unternehmer können sich da von Startups bedienen im Endeffekt, die kriegen neuen Input. Und also wie viel Perspektive kann man das nicht schlecht finden? Und von daher. Wir müssen das sogar gut finden, weil ich habe mich mal mit so ein paar Großstädten beschäftigt und deren Innovations- also es gibt Großstädte, die haben Innovationsunternehmen gegründet, ja, oder die haben Abteilungen dafür eingerichtet und die sagen oder leiden natürlich schon an der Behäbigkeit des Gesamtapparats. Ja, also da ist für mich Coburg auch so ein agiles Schnellboot, auch wenn sich das vielleicht manchmal nicht so anfühlt, weil es ja doch behördliche Prozesse sind, durch die man einfach muss, von Gesetzes wegen alleine schon. Aber im Vergleich dazu glaube ich schon, dass Coburg auch so einen Hidden Champion Charakter hat, ja, um einfach da mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, wir übernehmen jetzt hier mal die Vorherrschaft über ein Thema und ihr Großen könnt mal hier gucken, wie wir das als Innovationsteam in diesem Quartier, in diesem regionalen Quartier, wie du es genannt hast, wie man das umsetzen kann. Also das finde ich schon eine sehr spannende Aufgabe. Ja, ich glaube, das Selbstbewusstsein muss man dann auch erstmal haben, aber das ist dann an der Stelle gar nicht so falsch, weil man schon viele Strukturen hat, die es sonst nur in urbanen Räumen gibt. Natürlich eine Nummer kleiner, weil ich muss es jetzt nicht alles auf die Größe von Nürnberg oder München, wenn ich jetzt mal im bayerischen Kontext bleibe, irgendwo projizieren. Aber wir haben Strukturen, die nicht selbstverständlich sind. Und das ist, man braucht ja im Prinzip, um sowas zu vollziehen, braucht man ja alle Aspekte. Man braucht Wissenschaft, man braucht die Wirtschaft, man braucht auch die Kulturgeschichte. Dann kommen wir zum Güterbahnhof und wird es irgendwie wieder rund. Wir haben ein Landestheater als Stadt mit 40.000 Einwohnern kriegen da jetzt auf einem Gelände irgendwie so eine Spannweite von Subkultur in der alten Pakethalle bis zur Hochkultur im Landestheater und Wissenschaft und Gründertum im Norden hin. Das ist schon was man sonst in einer Stadt dieser Größenordnung einfach nicht findet. Und da kann man auch einen Punkt dahinter machen. Da kann man echt einen Punkt dahinter machen, das stimmt. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, was da so los ist und werden über die Veranstaltung, die wir dort natürlich auch angefangen von der Kühlhalle bis hin zur
Pakethalle dort veranstalten. Lass uns mal noch so ein bisschen in die Zukunft blicken. KI ist ja im Grunde immer wieder der Blick in die Zukunft. Ja? Heute mal nicht maschinell, sondern durch uns. Wie wird sich aus deiner Sicht vielleicht auch unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Situationen, unter denen natürlich auch Coburg, Stadt, Landkreis, will ich sagen, zu leiden hat, also diesen Herausforderungen, da stehen wir einfach auch. Aber wohin wird sich das Ganze jetzt mal aus Sicht der Wirtschaftsförderung noch entwickeln, Wirtschaftsstandort Coburg? Das Thema mit der Glaskugel. Genau. Das ist nie ganz einfach. Also ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass man auch aus vielen Köpfen noch in der nächsten Zeit die Angst bekommt, dass künstliche Intelligenz mir meine Arbeitsplätze kaputt macht. Mhm. Das mal so zum Grundlagen legen. Und dass ich damit einfach enorme Effizienzgewinne haben kann, ganz neue Möglichkeiten, Prozesse zu analysieren oder überhaupt neue Prozesse aufzusetzen. Das Bewusstsein muss man reinkriegen. Und ich glaube, dass sich viele Unternehmen dann, wenn das Bewusstsein da ist, auch an die Umsetzung machen werden und dadurch einfach marktfähiger sein werden in Zukunft. Und die es nicht tun werden, ich würde jetzt gar nicht so sehr auf Coburg projizieren, aber es wird Branchen geben, davon bin ich fest überzeugt, wenn die eben nicht da mitgehen und effizienter werden, dann wird der Markt irgendwann das auch zu negativen regeln. Und das ist, glaube ich, so die Aufgabe, vor der man für die Zukunft steht. Also ich selber würde nie behaupten, dass ich weiß, was KI alles kann, um Gottes Willen. Und von daher gilt es, da dran zu bleiben, sich da weiter reinzufuchsen in dieses Thema und auch alle, die man mitnehmen kann, mitzunehmen. Ja, damit sowohl Industrie als auch Versicherung und auch der Mittelstand, der tut sich oft am schwersten, die Kleineren, der Mittelstand, dass die es nutzen, wo es für sie sinnvoll ist und wo sie einen Vorteil von haben. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch so eine persönliche Meinung von mir. Ich meine, die Welt redet darüber, dass KI Krebs heilen können wird. Ja? Also vor allen Dingen, wenn wir über AGI sprechen, also die Artificial General Intelligence. Und davor stehen wir kurz vor dieser Fertigstellung, dieser Entwicklung. Also ich glaube, über Fertigstellung kann man nie reden, weil das ständig weitergeht. Aber ich glaube schon ganz fest daran, dass wenn wir KI in der Industrie einsetzen, bei den kleinen mittelständischen Unternehmen einsetzen, dass wir hier massiven Einfluss nehmen können auf deren wirtschaftliche Weiterentwicklung. Ja, also ob das Einsparung von Kosten sind, ob das effizientere Prozesse sind oder neue Geschäftsmodelle, neue Kooperationsmodelle, an die wir alle noch nicht gedacht haben, weil wir diese Daten einfach mit unserem Gehirn gar nicht zusammenkriegen und diese neuen Perspektiven einfach vielleicht auch nur Maschinen aufmachen können. Ich habe letztens ein ganz spannendes Gespräch geführt mit so ein Top-KI-Experten, also wirklich so ein Super-Brain. Und der hat gesagt, der Blick in die Zukunft wird so aussehen. All das, was uns umgibt, ob das jetzt Lebensbereiche sind oder unsere Wirtschaft ist, das wird so komplex sein, dass wir das gar nicht mehr selber dekodieren können und schon gar nicht beherrschen können. Das heißt, KI wird ein fester Bestandteil in unserem Leben sein, zu unserer Entscheidungsfindung sein. Und wir werden das nicht mehr in Frage stellen. Ja, wir sind jetzt an dem Zeitalter angekommen, wo wir sagen, naja, wird die Maschine über den Mensch herrschen, ja, und das wird aber nicht mehr Thema sein, sondern es wird dazu führen, dass wir einfach sagen, die KI gehört wie ein Handy, ja, wie ein Werkzeug, einfach zu unserem Leben dazu. Und wir werden mit Hilfe dieses Werkzeuges andere, hoffentlich bessere Entscheidungen treffen. Ja. Das denke ich auch, vor allem ist sie ja schon in vielen Facetten da. Man hat sie vielleicht nur aktuell nicht so präsent, wie sie durch die jetzigen Themen präsent wird. Und was noch ein Punkt ist, die Daten sind ja auch da. Also wir haben ja immer mehr Datenmengen, Datenvolumen. Und von daher liegt der Lösungsansatz ja, ich will nicht sagen, das Gold liegt auf der Straße, aber andere sagen ja, Daten sind die Währung der Zukunft, liegt das ja im Prinzip auf der Straße. Also kann ich und muss ich was draus machen. Ich glaube, es sollte so Step by Step gehen, dass man vielleicht erstmal wirklich Effizienzsteigerungen, Einsparungen von was auch immer, sei es Zeit, Kosten, dass sich vielleicht auch die Mitarbeiter, die dadurch entlastet werden, mit anderen Sachen beschäftigen können, dass man das angeht. Und der nächste Step sind dann die Geschäftsmodelle, die du angesprochen hast. Ja,
Das sind übrigens auch, und das werden wir hier in dem Podcast dann auch zum Besten geben, Gespräche, die ich jetzt mit den Unternehmen führe, hier bei uns in der Region, der Stadt und im Landkreis natürlich, wie KI in den Unternehmen eingesetzt werden kann. Also ganz explizit über solche Use Cases zu reden und dann natürlich auch Möglichkeiten zu evaluieren, wie das gelingen kann. Und hoffe, dass wir hier diese Success Stories einfach mal ausklappen können, die dann hoffentlich natürlich auch ein motivierendes Beispiel darstellen, wie eine Wirtschaftsförderung aussehen kann in der Region und dass man das hier perfekt erleben kann. Also das auch zum Thema regionales Quartier, ja, für Innovation heißt für mich natürlich auch die Geografie, ja, heißt für mich auch der Standort, wo bin ich da eigentlich? Und das ist ein echt super schönes Gelände, was da durch dich in dein Team entwickelt wird. Und heißt aber auch von innen heraus aufgeladen durch Technologie, ja, diese Wettbewerbsfähigkeit einfach in der Zukunft herzustellen und sicherzustellen. Ja, ja, das ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Erik, mein Lieber, ich habe noch so eine kleine Q&A-Session mit dir vor. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir das hier nicht überstrapazieren. Und habe noch ein paar Fragen an dich, ganz persönlich, damit wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber auch noch nicht so lange. Das heißt, bin selber gespannt, was du zu den Fragen sagst, die du noch nicht kennst. Und zwar eine meiner Lieblingsfragen. Erik, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, irgendeinen Spleen, den keiner kennt und den du hier gerne in diesem Podcast veröffentlichen möchtest? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ihn keiner kennt, aber ich glaube, das würde die meisten überraschen, dass ich ein Blumenliebhaber bin. Jetzt hör auf, ehrlich. Erzähl, komm. Ja, also Garten und blühende Pflanzen kultivieren, das ist so mein Ding im Sommer. Das traut man mir. So eine Spezialpflanze, wo... Gibt es eine Spezialpflanze, wo du sagst, hey, das ist genau, oder die Blume, das ist so, das dein Lieblings? Tatsächlich, nee, habe ich jetzt keine krasse Lieblingsblume, aber ich bin zum Beispiel so ein kleiner Frühblüher-Fetischist, also wenn es dann da um Tulpen, Narzissen und so geht, das kleiner Spleen. Dann renne ich halt im Herbst durch den Garten und setze ganz viel Blumenzwiebeln, damit ich mich im Frühjahr daran erfreue, wenn es wieder grün und bunt wird. Ich glaube, das jetzt auch gut damit, das traut man mir sonst nicht so zu. Ich muss die unbedingt einladen. Meine Frau ist ja auch so. Ich liebe das ja auch im Garten. Ja? Das ist für mich die beste Entspannung, nach diesem ganzen digitalen Wahnsinn, ja, mit den Händen in der Erde zu wühlen. Das ist fast meditativ. Das ist unfassbar, wirklich. Also ich könnte auch nicht ohne Garten. Also, weißt du, Berlin, Plattenbau oder so würde nicht funktionieren ohne was Grünes. Ja. Aber dein Tipp noch dazu, wann müssen die Zwiebeln im Boden? Das ist schon passiert, Oktober. Jetzt wirklich? Ja, naja, für das Frühjahr im Oktober. Dann, ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt ist es schon zu kalt. Gut, man muss sich ein bisschen nach dem Wetter richten. Wenn es zu trocken ist, macht es zu viel Arbeit. Bisschen geregnet vorher, dann kriegt man sie gut rein. Im Oktober habe ich es gemacht. Mist, muss ich nächstes Jahr machen. Wenn es jetzt noch mal wärmer wird, kann man es jetzt auch noch mal machen. Okay. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt bist oder sein willst? Gibt es so ein Wort? Das sind voll schwere Fragen, ich weiß. Die Antwort soll nur ein Wort sein, das ist wirklich schwer. Musste die Gott sei Dank noch nicht selber beantworten. Frohnatur. Ich sage jetzt einfach mal eine Frohnatur. Ja, das kann ich bestätigen. Du hast immer gute Laune. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du schlechte Laune hast, aber ich habe dich nur mit guter Laune. Ich kann auch schlechte Laune haben, aber das Leben ist auch zu schade dafür. Ja, absolut. Und außerdem gefalle ich mir da selber nicht. Das macht dich so sympathisch, weil ich finde, weißt du, wenn du eine Sache niemals verlieren darfst, dann ist das Humor. Völlig wurscht, wie groß die Krise oder der Stress oder was auch immer. Also mit Lachen heilst du so viel, ist unfassbar. Ja. So ist es. Welche Hoffnung hast du aufgegeben? Puh, das ist ja, also das ist wirklich eine gute Frage-Antwort-Runde, weil das sind Fragen, die sind ja nicht vorbereitet. Das ist gar nicht so einfach. Welche Hoffnung habe ich aufgegeben? Das ist jetzt schon philosophisch. Aber die Hoffnung, tatsächlich habe ich dann, auch wenn ich eine Frohnatur bin, die Hoffnung auf eine ganz friedvolle Welt habe ich aufgegeben.
gerade nach den Ereignissen, oder? In den letzten Wochen. Auch schon vorher hatte ich die aufgegeben, aber tatsächlich habe ich da einen Haken dran gemacht. Auch wenn das ja schade ist, aber. Ja, bedauerlich, wirklich, tatsächlich, ja. Aber ich verstehe dich total. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten? Den man noch nicht oft gemacht hat. Ja, ist gut. Sehr gut. Kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich einen großen Impact hatte? Ja, jetzt oute ich mich, dass ich keine besondere Leseratte bin. Ich auch nicht. Deswegen mache ich Podcast. Ich bin dann eher so, konsumiere viel über so eher so Wissenschaftssendungen und übers Hören. Schuld und Sühne von Dostojewski habe ich aber gelesen. Hm. Da habe ich mir dann wirklich die High-End-Literatur dann nochmal reingeht. Fand ich ein gutes Buch. Ja, okay. Packen wir bitte in die Shownotes. Übrigens auch alle Kontaktdaten zu dir. Also falls es Unternehmen gibt, die hier zuhören. Und dieser Podcast ist ja kein regionaler Podcast, sondern geht ja weit über die Grenzen hinaus. Die sich hier unserem Standort, dem Hidden Champion Coburg, anschließen wollen in Stadt und Landkreis, dann bitte gerne mit dem Erik und seinem Team Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Ist übrigens auch bei uns auf der Plattform Coventure AI. Also auch da mal registrieren und Hallo sagen. Vorletzte Frage, dann hast du es geschafft, Erik. Vorletzte Frage. Welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für diesen Podcast empfehlen? Wen sollen wir einladen aus der Region? Oder darüber hinaus, von dem wir was lernen können. Das ist auch gar nicht so einfach. Das habe ich mir im Vorfeld ja mal Gedanken darüber gemacht. Ich bin dann einfach, es ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden sonst wie speziell kenne. Nur ich hatte mit jedem irgendwo dann schon mal, entweder habe ich ihn gehört oder zu tun. Und ich glaube, die können schon einiges beitragen. Das ist der Philippe Depireux. Den habe ich 2 oder 3 Mal als Keynote-Speaker gehört. Mehr Kontakt hatte ich mit ihm nicht, aber ich finde, der Mann ist schon eine relative Granate tatsächlich. Der Philipp Steinberger von der Firma Wöhner, der war bei Zukunft Coburg Digital e.V. mal Vereinsvorstand, hat das niedergelegt. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Part. Und der Tobias Leisegang, der ist bei der Firma Brose und dem folge ich auf LinkedIn und das ist auch so ein Zukunftsdenker. Und finde ich auch einen spannenden Typen tatsächlich. Super. Wir werden uns mit deiner Hilfe mit den Personen in Verbindung setzen und fragen, ob sie Lust und Zeit haben, hier im Podcast mal vorbeizuschauen. Wir werden, wie schon angekündigt, hier auch so einen Mix machen. Also auf der einen Seite natürlich weiterhin KI-Experten und Digitalisierungsexperten haben, aber auch eben auch durch meine Arbeit hier in Coburg die Region näher vorstellen und vor allen Dingen spannende Persönlichkeiten, so wie Erik heute hier, porträtieren. Und damit kommen wir zur letzten Frage und damit zum Schlusswort dieser Podcast-Folge für dich, Erik. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, also du hättest jetzt so viel Macht, um das zu tun, was wäre das? Das ist wieder philosophisch, weil ich habe mir vorher gesagt, ich habe die Hoffnung auf eine friedvolle Welt irgendwo aufgegeben. Dann würde ich dafür sorgen wollen, dass es mehr um Zusammenarbeit und nicht um Gegeneinander geht. Weil das ist oftmals trotzdem bei uns noch viel von eigenen Interessen geprägt. Das große Ganze ist sicherlich jedem bewusst, aber die eigenen Interessen werden trotzdem drüber gestellt. Und somit arbeitet man mehr gegeneinander als miteinander. Das erlebe ich des Öfteren. Und das würde ich ganz gerne ändern wollen. Wie gesagt, ist sehr, sehr philosophisch. Aber zusammen geht es auf jeden Fall einfacher und auch schneller und besser. Und das ist noch nicht überall angekommen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, das ich nur unterschreiben kann. Das hat für mich auch viel mit Familie und Team zu tun und alle damit verbundenen Werte. Und damit identifiziere ich mich total. Deswegen sage ich danke, Erik, für deine Zeit. Und ich freue mich auf ein baldiges Update aus der Wirtschaftsförderung in der Stadt Coburg. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Mir auch. Ciao, ciao. Ciao.